Egon Krenz meiner Ansicht nach in seiner Bemerkung, wir kommen in die Gefahr eines Staatsstreiches, recht hatte. Also ich hätte ja so wie die Lage damals war, niemals die Mehrheit des Politbüros hinter meinen Vorschlag bekommen. Ich hätte es auch so gemacht, also wenn man nicht die Mehrheit bekommt, weil ich mir gesagt habe, es muss jetzt etwas geschehen. Aber die Variante natürlich, dass Egon Krenz selbst mich mit entschieden hat und mir auch zu erkennen gegeben hat, dass er schon mit Stoph und mit Harry Tisch und mit anderen Kontakt hatte, um die Absetzung von Honecker zu bewerkstelligen, dann war ich erstmal beruhigt, dass überhaupt sich was tat und habe natürlich dann kräftig mitgeholfen, dass Krenz zum Erfolg kam. Es war allerdings zu spät dann. Dieses Gespräch mit Krenz im Februar findet im Keller statt Ihres Hauses in Diershagen, glaube ich. Heißt das, dass Sie auch Angst hatten, vielleicht abgehört zu werden? Also wie gefährlich war diese Situation? Also, ich habe viele Dienstreisen mitgemacht von großen Partei- und Staatsdelegationen. Und dort war immer üblich, wenn man was besprechen wollte, abends Delegationsbesprechung, machte man Radio an, ganz laut, weil dann die Apparate, die mitliefen, abgeschaltet waren oder nicht zu empfangen waren. Und das Gleiche habe ich mir als Vorsichtsmaßnahme für mein Wochenendhaus vorgenommen. Denn das wurde ja versorgt und bewacht von Menschen, die also sich um unsere Sicherheit sorgten. Und das war gar kein Misstrauen. Ich habe immer gesagt, die Funktion eines Chefs der Plankommission, die ist so interessant für jeden Geheimdienst. Ja. Warum sollen die mich eigentlich nicht abhören? Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass mich der letzte Vorsitzende der staatlichen, des Amtes für Sicherheit Schwanitz aufmerksam gemacht hatte, Gerhard, es war wirklich nichts bei dir.